Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Wir sind in der letzten Folge hier angekommen und ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt machen muss. Wir haben da unten da oben eine riesige Kugel, die aber noch nicht runterkommt. Wir können dort nicht durch und das hier bricht noch nicht ein. Ah, wahrscheinlich bricht das nachher ein, denn das sind auf jeden Fall solche Platten, die einbrechen. Gut. Heißt dann wohl, weil da geht's ja auch nicht weiter, ne? Nee, da kam ich ja gar nicht hoch, stimmt. Ja, heißt dann wohl, dass ich wirklich irgendwie hier weitermachen muss. Wobei ich da halt auch keine Ahnung habe, wie ich das machen soll mit diesen Rädern, die mich töten. Aber nun gut. Das werden wir schon irgendwie rausfinden. So. Aufstehen und genau hierhin. Ich wollte gerade sagen, drehen die sich nicht mehr, weil man die gar nicht hört. Aber leider doch. Okay. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich drück einfach mal. Vielleicht passiert was. Nee, okay. So geht das nicht, aber ich schaff's ja auch maximal zwei zu drücken in der Zeit, ne? Vielleicht sollte ich einfach mal in die andere Richtung das probieren. Da habe ich schon fast mein ganzes Leben verloren. Gerade nicht so cool. Oder ich muss ausprobieren, welches das Richtige ist, aber kann ja eigentlich auch nicht sein, oder? Nee, das bringt gar nichts. Okay, ich probiere noch mal den letzten aus. Vielleicht hat das irgendeinen Effekt, man weiß es nicht. Ach, ich muss bestimmt immer. Oh Gott, ja, ich verstehe es, glaube ich. Ich muss bestimmt immer in der Mitte durchspringen, ne? Ja, nicht so. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann muss ich alle vier drücken. Wow. Ist ja gar nicht schwierig oder so. Wow. Okay. Das hat sogar funktioniert mit dem Rückwärtsspringen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das weitermache. Ob ich drücke, dann rückwärts springe? Nee, so war es schon wieder zu spät. Schade. Schade, schade. So, jetzt runter. Dann gehe ich mal hier hin, dann warte ich, bis das wiederkommt. Dann springe ich rüber. Ja, das. Oh Gott, es geht viel zu schnell, ne? Es geht viel zu schnell. Ja. Und schon bin ich wieder tot. Das war auch blöd gerade. Vielleicht. Also ich rutsch jetzt mal runter. Ich spring jetzt rüber. Ich spring jetzt zurück. Das war zu früh. Ach Mann, okay. Das kann echt eine Weile dauern, bis ich das hier richtig hinkriege. So, jetzt kommt ihr zurück. Jetzt springe ich so rum. Jetzt springe ich so rum. Das war blöd. Okay, ich muss eigentlich immer rüberspringen von. Also wenn ich höher stehe als die Dinger. Weil sonst ist das blöd.
Oh Gott, ja. Ach, Leute, oh mein Gott, das wird lange dauern. Höchstwahrscheinlich müsst ihr das dann wieder im Zeitraffer sehen. Das klappt von der Zeit her nicht. Okay. Nein, verdammt. Ach Mann.
Okay, ich hoffe, das Ding bleibt jetzt stehen. Natürlich bleibt es nicht stehen. Okay, aber ich hoffe, ich kriege das jetzt dann trotzdem hin. Oh nein, komm. Scheiße. Oh komm, wenn ich jetzt den letzten gedrückt habe, ich hoffe, ich kann irgendwie noch hier weg. Oh komm, nein, bitte. Bitte, ich hab's doch schon geschafft, den vierten zu drücken. Ach, verdammt, 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 verdammt. Oh, wenn ich das jetzt echt nicht hinkriege, ne? Ja, zurück, zurück. Irgendwohin, ist mir egal wo, aber es geht so nicht. Scheiße. Oh, ich dachte, das Ding hält an. Verdammt, verdammt. Ich muss dann möglichst schnell nach links springen, denke ich. Nein, nein, so nicht. So nicht. Oh Gott, ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Wow. Ach du meine Güte, ey, was für ein Level. Das war echt heftig. Okay. Eigentlich muss ich die Folge wohl beenden. Ich war jetzt
40 Minuten damit beschäftigt, was passiert hier. Die Decke kommt bestimmt runter oder so ein Scheiß, ne? Ja, toll. Noch ein Hebel. Ja, ich bin eh tot. Okay, Leute, ich glaube, für heute habe ich genug mit Fallen. Von daher würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's mit dieser Falle weiter. Ich hoffe, die bestehe ich etwas schneller und komme schneller weiter als in dieser Folge. Bis dann.